Marc Bernhard werden wir gleich hören, seines Zeichens Rechtsanwalt und Bundestagsabgeordneter Fraktion der AfD. Er greift Robert Habeck an. Wir werden es jetzt hören. Herr Habeck, haben Sie überhaupt eine Ahnung, wie es draußen, wie es bei den Menschen ausschaut mit Ihrem neuen Gesetz, was den Austausch der Heizungen angeht? Nach diesem Vorspann werden wir uns mit Marc Bernhard unterhalten, wie es denn im Bundestag ausschaut. Fraktion beziehungsweise aus der Ampel heraus, Fraktion der FDP, stimmen im Kabinett dem Beschluss zu. Gleichwohl wollen sie ihn aber nachher in den Gremien abgeändert wissen und nicht mehr zustimmen. Das ist so schizophren und so doppelzüngig und so, ja, so haarspalterig, wie man Politik eben derzutage oder heutzutage mitmacht. Hören wir uns mal bitte Marc Bernhard an. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In meiner letzten Bürgersprechstunde fragte mich eine Frau verzweifelt: Meint die Regierung das wirklich ernst mit dem Heizungshammer? Will sie wirklich ab nächstem Jahr Öl- und Gasheizungen verbieten? Die Frau Mitte 60 erzählte mir, dass ihr Mann nach langjähriger Pflege verstorben ist und sie mit dem letzten Sparkrossen gerade noch das Darlehen für Häuschen abzahlen konnte. Seit letzter Woche funktioniert ihre Gasheizung nicht mehr. Diagnose nicht reparierbar. Eine neue kostet 10.000 Euro. Das könnte sie mit einem Kredit gerade noch aufbringen. Aber sie findet keinen Handwerker, der ihr noch vor dem Einbauverbot der Regierung, also bis Ende des Jahres, eine neue Heizung einbaut. Wegen Ihrem Heizungshammer, Herr Habeck, sind ab nächstem Jahr der Einbau einer elektrischen Wärmepumpe und umfangreiche energetische Sanierungen notwendig. Die kosten mindestens 100.000 Euro. Die Frau ist verzweifelt, weil sie als Rentnerin einen so hohen Kredit gar nicht mehr bekommt. Sie klagt: Jetzt, wo mir das Häuschen nach 30 Jahren Abzahlen endlich gehört, muss ich es jetzt etwa verkaufen? Dass Sie, Herr Minister Habeck, keine Ahnung haben, wie die Welt da draußen wirklich aussieht, zeigt Ihr kaum zu erreichendes Ziel, 500.000 neue Wärmepumpen pro Jahr zu installieren. Denn der von Ihnen vorgelegte Gesetzentwurf führt dazu, dass allein nächstes Jahr mindestens 2 Millionen Heizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden müssten. Ja, Robert Habeck interessiert es nicht. Der schaut auf sein Papier, was er da vorzuliegen hat. Aber es liegt an uns. Und ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit: Wenn wir mit AfD-Politikern reden, dann ist Substanz dabei. Marc Bernhard ist Rechtsanwalt. Und welche Partei setzt sich denn bitte für den Bürger ein? Wir haben jetzt einen Merz, der plädiert dafür, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen. Wir haben hier bei uns in Bayern einen Markus Söder, der sagt, die Atomkraftwerke müssen weiterlaufen. Das ist eine Überbrückungsenergie. Aber seinerzeit, 2011, hat er damit gedroht, die Koalition mit den Freien Wählern platzen zu lassen, wenn diese nicht für den Ausstieg stimmen. Also, es ist so haarspalterig. Und wir müssen uns eines überlegen: Das betrifft euch. Kommt endlich aus eurer Lethargie raus, nicht die Zuschauer. Aber ihr seid ja schon draußen. Aber diejenigen, die immer nur sagen: Auch uns betrifft es doch nicht, es ist doch in Ordnung, wir können dieses Jahr in Urlaub fliegen, wir machen dies, wir machen jenes. Solche Leute wie die Grünen, wie Habeck und Konsorten aus FDP, Lindner und Scholz, wir haben ja mit Scholz die Sendung gemacht, Cum-Ex und Warburg, das sind alles Leute, die sind dem Volk nicht dienlich, werden von uns ernährt. Jetzt freut euch auf Marc Bernhard, wir werden ins Eingemachte gehen. Danke. Ja, liebe Zuschauer, wie versprochen, da ist der Marc Bernhard. Herr Bernhard, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Weber. Herr Bernhard, wenn ich Ihre Vita so lese, Sie haben in den Vereinigten Staaten haben Sie Ihren Hochschulabschluss gemacht. Sie haben Ihr zweites Staatsexamen als Rechtsanwalt. Sie sind der italienischen Sprache Herr. Sie haben in Modena gearbeitet, haben große Unternehmungen geleitet. Sagen Sie mal, wenn ich den Bundestag, ich kenne nur die Landtage und den Bundestag, fühlen Sie sich also, wenn ich mir die anderen Oppositionsparteien dort anschaue oder die Ampel anschaue, fühlen Sie sich also da eigentlich wohl unter manchmal so viel Disqualifikation? Man muss sich das einfach mal anschauen, wenn man sich die Regierung anschaut. Wie viele von denen haben denn tatsächlich eine abgeschlossene Berufsausbildung? Wie viele haben im echten Leben von denen schon mal gearbeitet? Das sind nur ganz, ganz wenige, die uns regieren und uns sagen wollen,
wie es in Zukunft weitergehen soll, wie die Menschen, die den Menschen sagen, die 30, 40 Jahre in diesem Land gearbeitet haben, dafür gesorgt haben, dass es mit ihren Steuern und Abgaben, dass dieses Land läuft und jetzt diesen Menschen erzählen wollen, ja, wir müssen jetzt alles tun, um diese Klimahysterie hinterherzulaufen und ihnen quasi das Ersparte dann noch wegzunehmen, das ist ein totaler Wahnsinn. Nun gibt es ja, und da muss ich nochmal drauf zu sprechen kommen, und liebe Zuschauer, uns geht es darum, auch mal die Menschen vorzustellen. Herr Bernhard, Sie haben es ja nun bestimmt nicht aus monetären Gründen gemacht, dass Sie in die Politik gegangen sind. Ich sage mal, als erfolgreicher Rechtsanwalt, der nun in Europa und in anderen Teilen dieser Welt unterwegs war, war dieses Salär nicht der Anreiz. Warum sind Sie in die Politik gegangen? Weil ich mir gesagt habe, ich muss für meine Kinder, ich habe zwei kleine Kinder, und ich habe mir überlegt, was kann ich denen denn sagen in 20 Jahren? Was kann ich denn meinen Enkeln später sagen, wenn ich schon sehe, dass hier alles in die falsche Richtung geht? Und dann möchte ich denen wirklich mal sagen können, wenn sie mich dann mal fragen. Ich hoffe, dass sie mich nicht fragen. Wenn sie mich fragen, ist es nicht gut gegangen, dann werde ich zumindest das sagen können, dass ich alles das getan habe, was ich konnte, um das Schlimmste in diesem Land zu verhindern. Ich hoffe, dass Sie mir diese Frage nicht stellen, denn weil das bedeutet, wir haben das Schlimmste verhindert. Und das ist eigentlich der Grund. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, und das ist eigentlich das, was mich anspornt. Jetzt helfen Sie den Zuschauern. Uns haben viele Menschen angeschrieben. Wir kommen danach zu Robert Habeck. Die FDP hat die Gesetzesvorlage zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes zugestimmt. Und gleichzeitig beim FDP-Parteitag wurde gesagt, na, das geht ja gleich gar nicht und das ist ja die Atombombe für die FDP. Ich zitiere nur, erklären Sie mal den Zuschauern, ich kann es nicht begreifen, es stimmt jemand zu und gleichzeitig sagt er, also diese Vorlage des Gesetzes ist ja das Letzte, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist ja eine Überforderung des Bürgers, nicht begreiflich. Ja, das ist wirklich nicht begreiflich, dass die FDP so lange damit durchkommt, aber das machen die ja schon eine ganze Weile. Das war ja genau das Gleiche beim Atomausstieg. Haben sie zuerst gegen das Weiterlaufen, war ja eine Abstimmung noch Ende März, dass zumindest die drei verbliebenen Meiler weiterlaufen zunächst einmal. Da haben sie alle mit Nein gestimmt, um dann zwei Wochen später zu jammern und zu sagen, man hätte sie doch weiterlaufen lassen sollen, und es wäre schon immer ihre Meinung gewesen. Und jetzt genau dasselbe wieder. Das ist eigentlich das, was wir erleben. Das, was die FDP im Parlament macht, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was sie den Bürgern draußen erzählen. Eigentlich ist die FDP nichts anderes wie gelb angemalte Grünen, weil die haben keine andere Agenda wie die Grünen, nur erzählen draußen immer etwas anderes als das, was sie tun. Und leider Gottes sind sie sehr lange damit durchgekommen. Ich hoffe, dass die Bürger das jetzt endlich verstehen, dass man von der FDP nicht wirklich was erwarten kann. Also von dem liberalen Kern der FDP ist da nicht mehr viel übrig in der Realität. Jetzt erleben wir, und wir sind ja selbst in der Branche unterwegs, dass ab 2024, was die Erneuerung von Heizungen angeht, dass vieles jetzt von den Medien so verkauft wurde, ach, es ist entschärft worden. Und wenn man genau hinschaut, es ist nichts entschärft worden. Sie sprachen in Ihrer Rede, wir haben es im Vorspann eingeblendet, von der 65-jährigen Frau, die nach langer, schwerer Krankheit ihren Mann verloren hat. Nun ist es ja kein Einzelfall. Es gibt ja nun von Millionen von Häuslebauer oder Eigentumswohnungbesitzer, die bezahlt haben, die hart dafür gearbeitet haben, dass sie sagen, das ist meine Rente, ich muss keine Miete bezahlen oder ich habe Mieteinnahmen. Ist denen eigentlich noch gar nicht bewusst, was in der Form auf sie zukommt? Also, ob es ihnen bewusst ist, also sagen wir mal, ich glaube, es ist vielen Menschen bewusst, weil 80% lehnen ja nach Umfragen das Öl- und Gasheizungsverbot ab nächstem Jahr ab. Also von daher ist es wohl vielen bewusst. Allerdings ist ja das jetzt wieder passiert, was oft passiert. Die FDP hat mit Unterstützung der Medien den Menschen wieder Sand in die Augen gestreut, indem man es gesagt hat, würde jetzt aufgeweicht. Aber in der Realität wurde gar nichts aufgeweicht. Wie gesagt, es ist nach wie vor ein Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen. Und dann wurde gesagt, ja, das kann man ja jetzt, ist ja oft Technologie offen gestaltet. Man kann ja nach wie vor eine Gasheizung einbauen, beispielsweise, die aber dann wasserstoff-ready sein muss. Ja, aber nicht nur die Heizung muss wasserstoff-ready sein, sondern im Gesetz steht drin, das Stadtwerk, das sie beliefert im Moment, muss schon einen konkreten Investitionsplan haben, muss jetzt schon vorliegen. Also wenn sie die Heizung einbauen will, muss der vorliegen, dass 20, 30, 50% mit Wasserstoff betrieben wird und 2035 dann 100%. Und da muss konkreter Investitionsplan dahinter, das gibt es gar nicht in Deutschland.
Also das ist, oder die andere Option ist, man kann sich ja beispielsweise eine Hybridheizung einbauen. Also man kann, Sie können eine Gasheizung und dann eben noch eine Wärmepumpe einbauen, aber dann haben Sie ja zwei Heizungen, die Sie einbauen müssen. Was ist denn das für eine Alternative? Niemand kann sich, also eine ist schon relativ teuer und jetzt soll man quasi da das Ganze noch zwei Heizungen einbauen. Also das ist sicher überhaupt alles keine Lösung. Es bleibt dabei, es ist nichts entschärft worden. Die Grünen haben sich durchgesetzt. Es sind ein paar, es ist ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen Farbe da drauf gekommen, hat es ein bisschen schöner gemacht, aber im Ergebnis ist es genau das Gleiche wie vorher. Keine Änderung. Jetzt sind Sie als Jurist und als Mensch, als Mann, der in der Welt umhergekommen ist, vieles gewohnt, nach einer Plausibilität zu arbeiten. Das heißt, wenn Ihnen Fragen gestellt werden, müssen Sie die Plausibilität, müssen Sie Dinge darstellen, die überzeugend sind. Wenn wir jetzt erleben, dass es zu Kosten kommen wird, die viele Menschen überhaupt nicht tragen können. Aber dann haben wir den anderen Punkt, dass wir sagen, wie schaut es denn mit dem Material aus? Wie schaut es mit dem Manpower aus? Und wie schaut es mit den Genehmigungen aus? Und das sind ja alles Fakten, Herr Bernhard, wo ich sage, ich bekomme gar nicht so viel Produkt wie notwendig. Ich habe nicht die nötigen Handwerker. Und jeder muss sich darüber im Klaren sein, wenn ich in der Stadt ein Haus letztlich umstellen will auf erneuerbare Energien, da muss ich die Bauämter einschalten. Ich muss nämlich fragen, wo darf ich bohren? Wo kann die Wärmepumpe hin? Das sind doch alles Dinge, zeigt es hier, ich muss es so hart sagen, dass ein Kinderbuchautor sich in Wirtschaftspolitik übt und dabei aber nicht nur uns zum Abgrund führt, sondern wir sind eigentlich schon im Fall. Ja, es ist ein totaler Wahnsinn. Man muss sich das überlegen, in 8 Monaten soll das Ganze in Kraft treten. In 8 Monaten, wie sollen sich die Menschen überhaupt darauf einstellen? Er hat selber als Ziel ausgegeben, 500.000 Wärmepumpen pro Jahr in Zukunft in Deutschland einzubauen. Wenn wir mal genau hinschauen, allein nächstes Jahr müssen 2 Millionen Heizungen in Deutschland getauscht werden. Also daran sieht man schon, das funktioniert nicht. Wie Sie haben es ja schon gesagt, die Wärmepumpen gibt es nicht, die Handwerker gibt es nicht und es gibt ja auch schon gar nicht den Strom, über 60 Millionen Menschen jetzt zukünftig mit Strom heizen zu lassen. So viele betrifft es nämlich, nachdem wir die Kernkraftwerke abgeschaltet haben und alle Kohlekraftwerke dann auch noch weg sein sollen in den nächsten paar Jahren. Also das funktioniert überhaupt nicht. Und das Schlimme ist, das ist auch das, was ich im Bundestagsausschuss gesagt habe und dem Minister auch vorgeworfen habe, dass man nicht zuerst fragt, was ist machbar und dann einen Plan entwickelt aufgrund des Machbaren, sondern einfach nur sagt, ab nächstes Jahr sind Öl- und Gasheizungen verboten und es wird schon irgendwie funktionieren. Das ist, was hier gemacht wird und das ist natürlich eine Katastrophe und man könnte schon fast denken, es ist bewusst gemacht, weil es natürlich zur Enteignung von ganz, ganz vielen Menschen führt und für die Grünen ist ja Wohneigentum eigentlich was Böses. Ja. Na gut, es setzt sich ja fort über die Mobilität, dass man hier den Herrn Müller, der ja auch mit eingesetzt ist, der sagt, es ist letztlich die Zuteilung von Strom ist dann irgendwann mal notwendig und wir kaufen ja jetzt sinnvollerweise Strom hinzu aus Kohlekraftwerken und von Atomkraftwerken, die um Deutschland herum liegen. Und die ganz Europa, insbesondere mit grüne Schweden, investiert ja sehr viel in Atomstrom und das über Jahrzehnte jetzt hinweg. Erklären Sie doch mal den Zuschauern bitte, wenn wir jetzt sehen, Sie sprachen davon, es betrifft über 60 Millionen Menschen in Deutschland, aber wir brauchen ja, es ist ja nicht bloß so eine Wärmepumpe einzubauen, sondern es ist ja allzu oft so, dass ich sagen muss, die Heizkörper funktionieren ja dann nicht mehr. Wir brauchen andere Maßnahmen zur Sanierung, Fenster, Dach und so weiter. Aber bleiben wir bei der Heizung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich brauche eine andere Heizung und dann kommt jemand und sagt, ja, Moment mal, aber Sie brauchen ja eigentlich jetzt eine Fußbodenheizung dazu, weil das Heizsystem passt nicht dazu mit dem Vor- und Rücklauf. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, kennt sich aus. Nun haben wir ja bei dem Estrich-Beton haben wir ja eine CO2-Bilanz, Herr Bernhard, die ist ja vernichtend. Sie sprachen es an. Wollen die das nicht sehen oder steckt eine Ideologie dahinter? Ich glaube, da steckt in jedem Fall eine Ideologie dahinter. Wir sehen ja folgende Geschichte, dass immer, das ist das beste Beispiel, ich erkläre es immer am E-Auto. Da wird dann hinten beim E-Auto geschaut, ja, da kommt kein CO2 raus. Aber wenn man sich den gesamten Lebenszyklus eines E-Autos anschaut, dann erzeugt ein E-Auto viel mehr CO2 als ein Diesel beispielsweise. Und das ist genauso beim Haus. Man schaut sich immer nur an, was kommt am Ende raus. Aber der Witz an der ganzen Sache ist ja die, Öl- und Gasheizungen sind ab nächsten Jahr Einbau verboten. Aber man soll dann an Fernwärme oder an Strom anschalten. Also dann ist ja quasi die Kohleheizung
über das Kohlekraftwerk wird ja dann quasi das CO2 erzeugt. Also was für ein Quatsch ist das? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Oder zum Beispiel eine Fernwärme. Wenn ich hier zum Beispiel in Karlsruhe schaue, die Fernwärme, ich bin an der Fernwärme angeschlossen, also eigentlich Glück, aber die Fernwärme kommt aus der Ölraffinerie. Und wenn die Ölraffinerie nicht ausreicht, dann kommt der Rest der Wärme aus dem Kohlekraftwerk, das daneben steht. Also, und das soll jetzt quasi CO2 einsparen? Was für ein Quatsch ist das? Aber wenn ich eine Ölheizung im Keller habe, dann ist es plötzlich ein Problem. Also daran sieht man, es geht nur in Ideologie. Und natürlich ist es so, wenn ich zukünftig alle mit Strom heizen, ich die Smart Meter eingebaut habe, mit denen ich jederzeit den Strom abstellen kann oder die Temperatur des Hauses regeln kann. Da kann ich nämlich auch Regelungen durchsetzen, wie in Zukunft darf man nur noch bis 18 Grad heizen und dann kann ich das zentral steuern. Solche Dinge passieren ja schon in den USA. Da wurden beispielsweise die Klimaanlagen heruntergeregelt, also die Zimmertemperatur von ganz, ganz vielen Millionen Haushalten manipuliert, ohne dass die Leute etwas wussten. Und das ist natürlich so eine Dystopie. Man muss das alles im Verbund sehen. Das ist nicht eine Maßnahme, die natürlich dazu führt, zur Unfreiheit der Bürger, zur Einschränkung der Freiheiten, das ist klar. Und natürlich zu einer Enteignung am Ende, weil es keiner mehr bezahlen kann. Ja, und das Thema Lastenausgleich wird irgendwann eine Rolle spielen. Und dann erinnere ich an das Interview mit Kai Gottschalk, der im Untersuchungsausschuss ist, Wirecard und Warburg Bank. Wir haben jetzt über die Ampel gesprochen. Nun gibt es ja die größte Oppositionspartei, ist die CDU-CSU. Friedrich Merz spricht auf. Ein Markus Söder hier bei uns in Bayern sagt, also die Atomenergie ist also die Energie der Überbrückung. Gleichwohl 2011 hat er gesagt, er lässt die Koalition platzen, wenn hier gegen die Abschaltung gestimmt wird. Also, aber was erinnert mich mein Geschwätz von gestern? Frage. Was macht denn die CDU-CSU? Ich meine, die hat ja auch dafür gestimmt, dass es diese erneuerbaren Energiegesetze, das Sanierungsgesetz auch in Brüssel. Was machen die denn? Sind die eigentlich alle so weit weg vom Bürger, dass die nichts mehr mitkriegen, welches Leid den Menschen damit auferlegt wird? Ja, die merken das schon und leiden jetzt an Amnesie. Sie vergessen alles, dass sie die ganzen Gesetze ja auf den Weg gebracht haben. Also wie gesagt, den Atomausstieg, aber natürlich den Einbau von Ölheizungen gab es ja auch schon, wurde ja schon von der CDU, CSU auf den Weg gebracht, von der letzten Regierung, allerdings erst ab 25, nicht ab 25. Die vergessen das alles. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, die sagen dann, ja, wir müssen ein bisschen weniger machen, wie das, was die Regierung macht, aber wir müssen trotzdem die ganzen Windparks ausbauen, Deutschland zupflastern und so weiter. Also eigentlich wollen sie so weitermachen, nur ein bisschen langsamer. Und verkaufen das den Bürgern, als wären sie jetzt die großen Retter, obwohl sie eigentlich den ganzen Unsinn verursacht haben. Die Energiewende ist eine Geburt von Frau Merkel und der CDU. Die haben das alles umgesetzt. Die gesamte grüne Agenda in Deutschland wurde von der CDU umgesetzt und nicht von den Grünen. Das muss man nochmal klar und deutlich sagen. Die machen nur jetzt weiter. Und versuchen sie das alles zu vergessen, was sie eigentlich angerichtet haben, ohne aber konkret eine richtige Lösung zu bringen, weil sie sagen, im Prinzip müssen wir da weitermachen, wir machen es nur ein bisschen langsamer. Ja, eine Situation, wie heißt es so schön, hat jemand im Buch geschrieben, wir werden einander viel zu verzeihen haben. Jens Spahn, jetzt wieder sehr medienwirksamer Oppositionspolitiker. Herr Bernhard, ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Lassen Sie uns bitte in Verbindung bleiben, denn das wird die Zuschauer interessieren, denn es ist Ihr Leben, es ist Ihre Freiheit, Ihr Geldbeutel. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bin sicher. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.